Hallo und herzlich willkommen bei China Gadgets. Im heutigen, etwas anderen Video werden wir uns die Smartwatch Amazfit Stratos 2 angucken. Im heutigen Video werden wir es ein bisschen anders verpacken. Ich zum Beispiel bin ein Smartwatch, nicht Verachter, aber ich bin kein Freund von. Deswegen werden wir da kurzes Hands-on machen, beziehungsweise ein Unboxing-Video. Und wenn ihr wirklich Insider-Wissen haben wollt, wirklich Fachwissen, wirklich harte Fakten, dann guckt mal unten in die Videobeschreibung. Da haben wir einen Artikel dazu geschrieben, wo ihr die harten Specs rauslesen könnt. Da Christian ein begnadeter Jogger von uns hier ist, macht es einfach Sinn, mit ihm da mal drüber zu sprechen. Er als Daily-User, als normaler User, wie ist es überhaupt? Nutzt man sowas? Kann er meine These bestätigen? Ist ein Smartwatch sinnvoll? Wozu braucht man das? So, liebe Freunde, lange Rede, gar keinen Sinn. Fangen wir erstmal mit dem Video an. So, wir haben jetzt mal einmal die Box. Die Box ist sehr schlicht und sehr klein. Hier haben wir einmal die Uhr. Hier unten haben wir ein Symbol. Mit dieser Uhr können wir schwimmen gehen. Wir können unsere Herzrate damit messen. Es hat GPS, wie bereits gesagt. Notifications, das bedeutet, das Ganze können wir mit dem Smartphone koppeln. Es ist bis zu 5 Meter wasserresistent. Wir können da Musik hören und up to 5 days battery life. Also bis zu 5 Tagen braucht man nicht aufladen, angeblich. In dieser Box, wenn wir das Ganze einmal hier abmachen, können wir sehen, Amazfit komplett in weiß. Wir haben hier einmal diesen Adapter zum Aufladen, wo wir die Uhr drauf tun werden oder draufstecken können. Drauflegen. Das Ganze wird dann mit USB verbunden. Mehr gibt es auch in dieser Box nichts zu finden, ehrlich gesagt. Da haben wir nur noch was zu lesen und das war's dann auch. Und hier haben wir einmal die Uhr. Die Uhr ist sehr schlicht in schwarz. Hier haben wir Silikonbänder, finde ich gar nicht so verkehrt. Gerade wenn man mit der Uhr joggen oder schwimmen geht, da würde ein Lederarmband keinen Sinn machen, meiner Meinung nach. Wir haben hier drei Knöpfe. Hier ist, glaube ich, der Power-Button. Dann haben wir, glaube ich, die Bestätigung und hier, glaube ich, so ein Menü-Button, wo wir ein bisschen hin und her switchen können. Das weiß ich nicht ganz genau. Auf der anderen Seite finden wir hier einmal ein Pulsmessgerät und einmal die vier Kontakte, um das Ganze aufzuladen. Und mehr gibt es Spektakuläres auch nicht zu sehen. Also die Uhr ist sehr stabil und gar nicht so klein, würde ich es mal behaupten. Wenn ich jetzt hier auf meinem Handgelenk drauf tue, doch, ja. So von der Optik her würde ich jetzt persönlich sagen, sieht gar nicht so schlecht aus. Hier unten haben wir noch einmal Datumsanzeige und wir können hier ein bisschen hin und her swipen. Von links nach rechts. Schauen wir uns das noch mal ein bisschen an. Hier oben haben wir noch einen Reiter anscheinend. Der bewegt sich nämlich die ganze Zeit hier mit. Vom Hauptmenü wischen wir einmal von rechts nach links. Da kommen wir einmal zu unserer Herzrate. Wir können hier Musik abspielen. Dann haben wir einmal eine Alarmfunktion, Wetterfunktion, einen Kompass, eine Stoppuhr und ja, einen Schlaftracker, würde ich jetzt mal behaupten. Trainingscenter. Okay, da kann man bestimmt dann irgendwie welche To-Dos dann einpflegen. Okay, man kann nicht nur von links nach rechts swipen, sondern auch von oben nach unten oder von unten nach oben. Mein erster Eindruck zu dieser Amazfit Stratos Smart Uhr an sich gar nicht so schlecht. Es sieht gut aus, aber ich habe immer für mich immer noch keinen Mehrwert. Uhrzeit, okay, habe ich am Handgelenk, da kann ich auch eine normale Uhr haben. Schrittzähler, vielleicht habe ich nach einer Woche, interessiert mich das, aber danach nicht mehr. Also bis jetzt Smartwatch generell, Mein Urteil klingt ein wenig hart. Ich muss aber auch sagen, ich habe es auch noch nie ausprobiert. Deswegen ist mein Urteil auch relativ unfair. Langfristig gesehen kann ich es einfach nicht beurteilen. Vielleicht finde ich ja Spaß dran. Deswegen hole ich mir erstmal eine weitere Person dazu, der auch aus der Sicht eines normalen Verbrauchers spricht und nicht einer, der auf die technischen Aspekte eingeht. Einfach so einer wie du und ich. So Leute, wir sind zurück und neben mir ist der Christian. Hayashi. Schön, dass du hier bist. Dankeschön, ebenfalls. Kann ich nur erwidern. Sehr schön. So, warum ist Christian hier? Wie ich euch bereits schon erwähnt habe, ich bin nicht so ein Freund von Smartwatches. Wie sieht es bei dir aus? In Teilen kann ich das nachvollziehen. Ja, also der Tim Jim, der den Artikel geschrieben hat, geht voll drin auf, macht verschiedene Sportarten, hat das Ding bis ins Kleinste analysiert. Ja, die Spezifikationen interessieren mich letztlich nicht. Ich bin jetzt hier als Everyday-User. Ich habe mir die ausgeliehen von Tim Jim und bin damit laufen. Und deswegen kommt es mir darauf an, funktioniert diese Uhr perfekt in meinem Szenario. Und da muss ich sagen, 1A Job. Also die liefert punktgenau ab, das was ich möchte. Nochmal kurz zu deinem Szenario. Wie sieht dein Szenario aus und was ist dein Profil? Also ich gehe aktuell 2 bis 3 Mal meinen inneren Schweinehund besiegen. Das heißt laufen 10 Kilometer. Und da ist es mir eben sehr wichtig, wie sieht es mit der GPS-Genauigkeit aus? Wie sieht es mit der Akkukapazität aus?
Und was habe ich noch vielleicht für nette Extras, wie zum Beispiel Musik direkt von der Smartwatch abspielen. Wie meinst du das, also Musik von der Smartwatch abspielen? Ja, genau. Also vielleicht kennt ihr das von eurem bisherigen Laufverhalten, wenn ihr dann lauft. Ihr habt vielleicht noch ein Smartphone dabei oder ihr habt da irgendwelche Kabel rumhängen, müsst das Smartphone in der einen Hand tragen. Nervt halt übelst. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, mir ein Bluetooth-Headset zu holen. Eins mit dem Bügel, das geht dann hier hinter dem Ohr lang. Und eben in Kombination mit dieser Smartwatch, da spiele ich Musik drauf, ganz easy. Ich stöpsel das Ding über USB, über das Netzteil an den PC. Okay. Hab dann einen Ordner, schieb da bis zu 3 GB Musik drauf, Drag and Drop im Explorer und kann dann eben über diese Uhr mein Bluetooth-Headset koppeln. Ja. Und dann drücke ich hier einfach Play und kann dann da Musik hören. Das ist geil. 4 GB sollte eigentlich reichen an Musik, ne? Reicht locker. Also locker. Effektiv 4 GB Speicher haben. Ich glaube, am Ende kommt man bei 3,5 GB Musik raus. Reicht locker. Einen kleinen Bummer gibt es allerdings. Man kann nur die Musik entweder alphabetisch abspielen lassen oder per Random. Das heißt, verschiedene Playlists, verschiedene Ordner funktionieren nicht. Okay, das ist nur so das Nötigste, was man reicht. Machen kann. Ja, reicht ein bisschen dann. Elektromucke. Ich brauche das zum Laufen. Läuft. Nice. Du hast noch was von GPS geredet. Wie sieht's da aus? Wird das getrackt auf deine Uhr, wo du herläufst? Gibt es da eine Map oder... Ganz genau. Also man hat hier gleich zwei Systeme drin. Einmal GPS und GLONASS. GLONASS ist so das russische GPS. Das heißt, deswegen ist die Genauigkeit sehr stark. Aha. Bevor man losläuft, dauert es ungefähr erfahrungsgemäß 30 Sekunden, bis er das Signal hat. Deswegen auch bitte rausstellen, damit er überhaupt die Satelliten da oben irgendwie finden kann. Dann wird es durch ein Vibrieren an der Uhr quittiert. Jo, ich habe jetzt GPS. Ab jetzt zeichne ich auf. Man läuft. Und nach dem Laufen kann man eben über diese Amazfit-App per Bluetooth das wieder koppeln. Und ab da kann es dann wo auch immer hin exportiert werden. Zum Beispiel in Strava, ja, so ein bisschen der Runtastic-Klon. Und da hat man dann 1:1 die Laufroute in Google Maps zum Beispiel. Okay, cool. Drin. Du hast ja gesagt, du läufst ja 3-mal in der Woche. Mhm. Akku hast du auch ein bisschen angesprochen. Mhm. Wie sieht es da aus? Wie oft musst du das Teil aufladen? Genau, also TimJim sagt, unter Laborbedingungen kommt er auf 7 Tage Laufzeit bei ganz, ganz mäßiger Nutzung. Ich bin jetzt tatsächlich auch so bei 6 Tagen. Ich muss sagen, Quatsch wie Push nutze ich nicht. Für mich ist das Teil wirklich ein Sport. Ich habe alles aus, ich gehe damit wirklich nur laufen und täglich halt rumlaufen, so ein bisschen als Schrittzähler, das war's. Okay. Komme so auf 6 Tage und wenn ich laufe, kann ich sagen, bei 10 Kilometern laufen ohne Musik verbrauche ich so 10% und wenn ich noch über Bluetooth höre, komme ich auf 15% Verbrauch. Okay. Das heißt, ohne Musik 100 Kilometer laufen mit einer Ladung. Das ist eigentlich ordentlich. Reicht. Das ist ordentlich, definitiv. Also Push-Nachrichten benutzt du nicht. Nee. Warum nicht? Finde ich quatschig. Ich werde schon so oft genervt von meinem Handy, da brauche ich nicht noch Push-Nachrichten am Handgelenk. Ist das nicht aber gerade so Sinn der Sache mit der Smartwatch, dass man auch da Benachrichtigungen bekommt? Wie siehst du das? Kann ich nachvollziehen. Also viele, auch gerade der TimJim in der Redaktion, der liebt dieses Feature. Mal schnell raufgucken, wer hat mir da geschrieben. Fürs tägliche Nutzen, fürs schön Aussehen würde ich mir eine Uhr vielleicht von Fossil holen und da würde ich eben auch diese Push-Nachrichten dann einrichten. Du hast ja auch noch vorhin gesagt, du benutzt auch nicht wirklich Smartwatches. Würdest du die Uhr jetzt langfristig gesehen wieder nutzen? Oder würdest du die Uhr dir auf jeden Fall kaufen? Ja, absolut. Nicht als Smartwatch, sondern als Fitness-Tracker. Okay. Ich bin so ein Typ, der muss sich irgendwie motivieren. Ja, dem bringt das nichts abends, irgendeine Strecke irgendwie schnell gelaufen zu sein, sondern es ist cool für mich, einen Fortschritt zu sehen. Ich war langjähriger, begeisterter Runtastic-User. War halt nervig, weil ich die ganze Zeit ein Handy mitschleppen musste. Das muss ich jetzt nicht mehr. Ich kann mich einfach nur noch aufs Laufen konzentrieren, sehe in meine Apps Strava, wird 1A unterstützt, sehe da meine Fortschritte, macht Bock und ich würde sie mir alleine deswegen jederzeit wieder kaufen. So, kommen wir zum kurzen Feedback. Christian, sag mir, Stratos 2, was sind die Highlights für dich? Ganz klar, GPS-Genauigkeit und eben GLONASS, Batterielaufzeit. Bei mäßiger Nutzung kommen wir einfach mal auf 7 Tage Laufzeit, perfekte Anbindung an Strava und eben die Möglichkeit, dass man das Bluetooth-Headset direkt damit koppeln kann, hier 3,5 GB Musik draufspielen kann und eben kein Smartphone mehr mit rumschleppen muss. Das ist für mich wirklich der Killer-Use-Case. Und Contra ist einmal Optik. Absolut. Ja, das heißt, dummerweise wird das Teil hier häufig als Smartwatch betitelt. Da gibt es dann wesentlich schönere Exemplare fürs tägliche Tragen, meiner Meinung nach. Für Sport, wenn wir uns darauf einigen könnten, das Ding hier irgendwie Fitness-Tracker, Sport-Tracker mit vielen Extras zu nennen, dann kann ich damit sehr gut leben. Smartwatch, schwierig. Das war doch ein gutes Ende und das waren doch wahre Worte von dem lieben Christian. Danke, Yoshi. Okay, Yoshi überlässt mir das Outro. Deswegen die Frage, habt ihr vielleicht schon Fitness-Tracker und seht jetzt, wie ich den Mehrwert bei der Stratos 2 oder sagt ihr, naja, so ein Mi Band 2 reicht mir eigentlich, warum muss ich so einen Klotz tragen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare und
Lasst uns einen Daumen da. Und? Links neben Christian geht's weiter zum nächsten Video. Und? Da unten könnt ihr den Kanal kostenlos abonnieren. Danke, dass ihr zugeschaut habt und sonst, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare oder schaut auf unsere Homepage. Christian, schön, dass du hier warst. Yoshi, ebenfalls. Tschüss.